So, da sind wir zurück. Hallöle. Ja, wir gurken weiter. Wir wollen jetzt das hier wegbringen. Und diesmal richtig, ne? Diesmal richtig. Diesmal ohne großartige Probleme. Das heißt, wir fahren jetzt richtig. Ja, ich weiß, es fängt schon wieder schrecklich an, aber hey, immerhin war da ein Feldweg eben gewesen. Also ging es ja dann doch. So. Düm, 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 düm. Wir sind nah dran. Wir kommen auch wieder an unser Ziel, bin ich der Meinung. Ist übrigens interessant zu sehen, wie krass sich das Gewicht hier auf die, also auf die Geschwindigkeit auswirkt, ne? Vorhin ohne Gewicht, über 70, also letztes Mal, als ich da hingefahren bin. Okay, bergab. Ah ja, hier unten war es, wo der Unfall passiert ist. Mal bremsen, vorsichtshalber. Ah, die Steuerung ist aber auch echt mies, ne? Ich brauche nur so ein bisschen anticken und er steuert gleich mega, mega krass. Und der Spiegel ist total scheiße, weil er bringt mir gar nichts. Selbst beim geradeausfahren, ja, so ein bisschen, ne? Aber, na. Da soll ich hoch. Oh nein. Ich muss irgendwo drehen. Das macht sie natürlich super. So, vorsichtig. Tada! Ach, siehst du, da hat sich der Euro Truck Simulator die Zeit doch gelohnt da drin. Ne? Ja, finde ich auch. Da hätte ich auch mal wieder Bock drauf, ehrlich gesagt. Ach, verdammt. Es gibt viel zu viele Spiele, die ich gerne spiele. Oder die auch Spaß machen irgendwo. Fufufufu. Vorsichtig, mein Freund. Vorsichtig. Wir wollen nicht umkippen oder sowas. Scheiße, Mann. Ist aber auch eine doofe Auffahrt, oder? Ja, wer macht denn so einen Rotz? Na, reicht gerade so, ne? Gut, da hinten muss es anscheinend auch irgendwie lang gehen. So, von dem ganzen Geld sehen wir jetzt leider nichts. Das wäre richtig viel. Ja, schade. So, macht er automatisch. Dann mal gucken, wo wir hier lang können. Wahrscheinlich ist das genau der Hof, wo ich kurz drauf gefahren bin zum Wenden. Ja, genau. Ja, siehste. Weißt du was? Warte mal kurz. Während wir zurückfahren, sage ich unserem Helfer, er soll weiterfahren, aber er sollte schon mal weitermachen, weil, gut, hätte ich jetzt schon die ganze Zeit machen können, ne? Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Also das heißt jetzt nicht, dass wir den Helfer das alles machen lassen, aber wir können ihn dazu benutzen, in der Zeit, wo wir das kurz wegfahren, dass es dann einfach weitergemacht wird, weil so kommt man natürlich auch voran. Weil bis dahin hat auf jeden Fall schon mal einige Runden gedreht und vielleicht schon wieder das Ganze halb voll, ne? Dann kommen wir auch ganz gut voran. Ah, ist eine schöne Idee. Finde ich super. Ja. So. Schön vorsichtig.
kürzen wir gleich wieder ab, würde ich sagen. Genau, ups. Kürzen wir jetzt schon mal so ein bisschen ab, ne? Da kam eben ein Auto, das ist doof. Wow. Okay, ja, es ist dann ein bisschen unkontrollierbar. Aber hey, egal. Wir haben es ja geschafft. Ah, schön den Feldweg hier lang brettern. Ah, herrlich. So, das Feld ist auch fast fertig. Super. Das heißt, da kriegen wir bald ordentlich Knete und er fährt hier weiter. Er zieht jetzt eine Bahn nach der anderen. Das ist natürlich auch ganz gut, weil dann kann ich mich jetzt um andere Sachen kümmern. Ah, es braucht noch ein bisschen. Okay, das ist super. Der hier ist fast fertig. Das ist auch so eine doofe Aufgabe, ne? Man sieht genau, wo er nicht gedüngt hat, ne? Wahnsinn. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was pflanzen wir denn da jetzt? Weil ich weiß es gar nicht mehr so direkt. Siehst du, dann hast du ein paar Mal gemacht. Schon hast du das vergessen. Beziehungsweise können wir mal gucken, wie das Wachstum von den anderen ist. Ob man da schon was abernten kann. Ich glaube es ja noch nicht, aber wir gucken trotzdem. Ja. So. Was ist eigentlich hier unten noch? Okay, so ein... Achso. Ja, ja, das ist meins. Und das da ist, das, genau. Das muss ich noch holen. Das eine Teil da. Das ist für den Mähdrescher dieser andere Aufsatz. Gut, jetzt gucken wir aber erstmal, was hier Sache ist. Okay, das ist fast fertig. Kraut entfernen. Hä? Das war doch noch gar nicht so weit, dass man es abernten konnte. Okay. Dann brauche ich den Mähdrescher, Wie ging denn das? Wie ging das nochmal ab? Kuppeln da so. Dann holen wir das mal, würde ich sagen, ne? Ja. Oder war das vorne für den Traktor? Nee, ne? Das ist also für den Traktor, das weiß ich auf jeden Fall. Aber... Ah, doch, das andere könnte auch sein, dass das vorne dran kam oder so. Na, wir gucken mal, aber eigentlich müsste es was sein hier für den, glaube ich. Ah, ja, stimmt, das gelbe Gerät, was da stand, war hinten dran und dieses eine kommt vorne an den Traktor. Ja, doch, 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 hier erinnere mich. Dann ist das hier auf jeden Fall jetzt das andere Schneidwerk für den Mais und sowas, ne? War das, glaube ich, für das ganz normale Gelumpe. Ja. Es ist nicht so wirklich leise, aber egal. Naja gut, es ist halt offen, ne? Ja. Naja, aber immerhin war er günstig. Fast voller Tank. Okay, 80%. Ja, das ist bald soweit. Müssen wir aufpassen. Müssen wir da gleich hin und entsprechend wieder das leer machen. Genau, das ist ein anderes Schneidwerk. Sehr schön. So, dann gucken wir mal. Ja, hat noch Zeit. Das reicht noch. Also, wenn wir zurückgefahren sind, müsste wahrscheinlich fertig sein.
Immerhin wird er uns eh warnen, beziehungsweise es rechts oben anzeigen, dann von wegen so, ja, der Helfer ist fertig oder der Tank ist voll. Irgendeine Meldung wird es da schon geben. Ich bin ja relativ optimistisch, was das angeht. Aber na gut, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Mr. Zocker.